Hallo, liebe Mitglieder des Gesundheitsstudio PowerPoints, liebe PowerPoint-Familie, auch viele Grüße an unsere Reha-Sportler und natürlich auch an unsere Patienten der Praxis Physio MedPoint. Es ist wie ein Déjà-vu zum Frühjahr diesen Jahres bezüglich der Corona-Situation. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen. Am Mittwoch wurde von der Bundesregierung entschieden, dass alle Studios bundesweit in Deutschland also schließen müssen. Und bevor ich weitere Informationen über das Studio gebe, möchte ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass die Praxis Physiotherapie ganz normal geöffnet ist. Wir haben eine Systemrelevanz in der Physiotherapie und deswegen werden die Patienten ganz normal versorgt. Selbst die Patienten, die ein Rezept Krankengymnastik am Gerät oder ein D1-Rezept haben, die werden unter Anleitung weiterhin an den Geräten trainieren dürfen. Ja, die Lage der positiv Getesteten steigt. Wir haben selber einen ehemaligen Corona-Patient, den wir gerade fit machen. Ich kenne noch weitere, die positiv getestet sind. Auf diesem Weg gute Besserung und alles Gute. Wir haben die Situation sehr, sehr ernst genommen, haben die Hygienemaßnahmen stark durchgesetzt und selbst wenn jemand mal vergessen haben sollte, aus Macht der Gewohnheit, mal die Maske aufzuziehen, der wurde auch darauf hingewiesen. Wir haben leider mitbekommen, dass das nicht alle Studios so sehen, die dann im Prinzip ohne Maske da rumgelaufen sind. Die tragen leider auch dazu, wie die Situation halt nun mal so ist. Des Weiteren entsteht da auch kein Unterschied, was die Studioqualität und Qualifikation angeht. Ob man jetzt Gerätevermieter ist in Form von Discounterstudios oder ob man gesundheitsorientiert ist mit Fachpersonal, da wird kein Unterschied gemacht. Es müssen also leider alle Studios schließen. In der Physiotherapie ist es so, wenn man gewisse Qualifikationen aufweist, dann darf man diese auch durchführen. Im Studio ist das leider jetzt nicht so der Fall. Und deswegen müssen wir uns da auch beugen und ja, dementsprechend auch leider schließen. Bevor ich jetzt weitere Informationen gebe, wie es weitergeht, möchte ich mich erstmal für eure Solidarität und Loyalität im Frühjahr bis jetzt quasi noch sehr herzlich bedanken, auch im Namen der gesamten Belegschaft. Wir haben gefühlt die besten Mitglieder. Wir haben so viel Zuspruch bekommen, dass wir uns dafür, wie gesagt, nochmal recht herzlich bedanken. Dennoch haben wir uns jetzt für den Monat November dazu entschieden, dass wir den Monatsbeitrag nicht am 2.11. einziehen. Das hat verschiedene Gründe und zum einen wollen wir auch nicht eure Solidarität auf die Spitze treiben. Es hat nicht den Grund, dass wir von Seiten der Zuschüsse, die man so in den Medien mitbekommt, erhält. Das ist nicht der Hauptgrund, weil das ist immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man zwischen den Zeilen liest, dann kann man rauslesen, dass es sich immer nur um Bezuschussungen handelt, bis zu 75%, um überhaupt die Kosten zu decken. Da gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein. Ich möchte halt nur damit mitteilen, dass da also wir das gleiche Problem haben wie jeder am Monatsende, wenn er dann auf seinen Lohnzettel drauf schaut und hat seine Abzüge, also geschenkt bekommen wir da nichts. Trotzdem sind wir weiter am Investieren. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass wir selbst in der Corona-Zeit, in Linnich hatten wir den Umbau im Deckendachbereich, wir haben da die Beleuchtung erneuert, wir haben da eine ganz neue Klimaanlage eingebaut, sodass in Linnich die Trainierenden genauso jetzt klimatisiert im Sommer, genauso wie die in Jülich trainieren können. Wir haben in Linnich den Cardio-Bereich erweitert, ob das ein neues Laufband ist, ob das Hantelbänke waren oder Kleinmaterialien, Bodypump, Langhantel haben wir geholt, jede Menge Kleingeräte. Genauso haben wir natürlich in Jülich auch weiter investiert für Materialien im Kursbereich. Wir haben erst im November letzten Jahres den kompletten E-Gym-Zirkel erneuert und machen auch jetzt in den 4 Wochen Schließung, das verspreche ich euch, machen wir genauso weiter mit den Gerätschaften, dass wir die warten und dass die dann alle auch vernünftig laufen wieder, wenn ihr zurückkommt.
Wir haben uns am Freitag zusammengesetzt mit dem Trainerteam und haben natürlich wieder uns Gedanken gemacht, welchen Service können wir euch anbieten, der selbstverständlich kostenlos ist, auch wenn wir für den Monat November keinen Einzug durchführen. Bevor ich das vergesse, der Einzug wird 3 Tage immer oder 3 Werktage vor dem ersten oder dem zweiten, in dem Fall ist es ja jetzt am Montag, durchführen müssen wir die Unterlagen. Das heißt also, wir geben die Daten der Sparkasse 3 Werktage vor dem ersten und die ziehen das ein. Da am Mittwochmorgen der Einzug erfolgt worden ist und wir erst am Mittwochabend über die Bundesregierung erfahren haben, dass wir also schließen müssen, wird am Montag wahrscheinlich, vielleicht nicht zeitgleich, ein Einzug erfolgen, aber im gleichen Zug wieder gutgeschrieben. Sollte das nicht erfolgen, wird das auf jeden Fall spätestens am Tag danach, das ist mir dementsprechend von der Sparkasse so bestätigt worden, wird das dann gutgeschrieben. Also bitte lasst nicht die Monatsbeiträge zurückgehen, ihr bekommt die gutgeschrieben. Ansonsten schickt uns kurz eine E-Mail und dann ist das geklärt. Ich wollte aber jetzt noch was ganz anderes sagen. Bezüglich des Service, wir werden natürlich wieder die Materialien ausgeben, die wir im Kursbereich zur Verfügung haben, ob das Langhantel, Kurzhantel, Terrabänder oder was auch immer ist, die könnt ihr gerne kostenlos für euch zu Hause euch ausleihen gegen eine Pfandgebühr, aber ist wie gesagt kostenlos, ihr bekommt diesen Pfand natürlich dann zurück. Wir werden wieder Trainervideos machen, die wir online setzen, wir werden aber besonders täglich jetzt Zoom-Kurse durchführen. Da braucht ihr nur uns eine E-Mail zu schicken und dann könnt ihr 1:1 mit den Trainern täglich dann einen Kurs durchführen. Des Weiteren bieten wir natürlich kostenlose Trainingspläne wieder an. Auch hier schickt uns einfach eine E-Mail und über unsere Fitness-App werden wir euch dann wieder Trainingspläne erstellen. Ja, zum guten Schluss hoffe ich natürlich, dass wir in 4 Wochen wieder aufmachen dürfen und ich gehe mal schwer davon aus. Ich möchte auch hier in dem Video jetzt nicht über Sinn und Unsinn der Corona-Situation hinweisen. Meine Meinung ganz grob ist halt nur, wir haben es mit einem Beruf zu tun. Wir sind halt nun mal gesundheitsorientiert. Wir haben Fitnesssportler, aber wir haben auch viele Kunden, die den Sport brauchen und wir nehmen denen die Bewegung. Wir wissen, wie hoch die Todesrate ist für Herz-Kreislauf-Erkrankte und. Und was Diabetes Typ 2 angeht und. Also die ganzen Risikopatienten und wir, das ist halt nochmal nicht von der Hand zu weisen, dass wir alles dafür tun, um das Immunsystem zu stärken. Durch Schließung der Fitnessstudios, besonders der gesundheitsorientierten Studios, nehmen wir den Patienten das, die Bewegung und alles, was mit Gesundheit und Stärkung des Immunsystems zu tun hat. Und dann ist es halt fraglich, ob diese Entscheidung das Richtige ist oder nicht. Wenn man betroffen ist, hat man natürlich selber eine eigene Meinung darüber oder eine andere Meinung als Außenstehender. Mein Personal steht da natürlich auch dahinter und sagt ganz klar, also wir müssen eigentlich das Immunsystem gerade in dieser Zeit stärken und dann ist das alles andere als förderlich, um das zu schließen. Obwohl es mittlerweile auch schon Studien gibt und da rede ich wirklich von Studien, das heißt also, wenn es eine Evidenz schon darüber gibt, dass also die Studios kein Hotspot sind, was automatisch unbewusst von der Regierung dann gemacht wird, dass die Studios als unbewusste Hotspots darzustellen, ist natürlich dann nicht so schön. Gut, in diesem Sinne, wir können also nichts daran machen, wir müssen uns daran halten und müssen uns fügen. Dennoch hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und hoffe, dass wir uns ganz, ganz schnell wiedersehen. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Und bis später mal. Ciao.